Okay, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Infinity und ich hoffe mal, dass die Aufnahme jetzt richtig abgespeichert wird. Ich habe nämlich schon wieder das Gefühl, wenn so wenig FPS gerade sind, dass die Fraps-Datei am Ende in Mitleidenschaft gezogen wird. Das hatte ich nämlich schon mal in der Vergangenheit, dass dann zum Beispiel der Start erst später war und ich das anders synchronisieren musste. Das kann manchmal zu ganz schönen Problemen und Verschiebungen führen, wenn man das nicht richtig im Kopf hat, aber eigentlich gucke ich mir das ja auch an, also dass ich am Ende schon mal hinskippe. Wenn ich das Video schneide und dann weiß, okay, so und so muss ich das machen am Anfang entsprechend und dann kriege ich das eigentlich hin. Nur manchmal weiß man ja nicht, wie man später daran denken wird und ob das einem so in den Sinn kommt, beziehungsweise es noch zu irgendwelchen anderen Fehlern kommt, kann ja immer sein. Naja, jedenfalls habe ich heute wieder mal nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Ich hoffe daher, dass das sich mal schneller bessert als sonst mit dem FPS-Zeug hier, also ganz ehrlich. Lange will ich mir das nicht angucken. Ich habe das ja noch in Erinnerung. In der letzten Folge habe ich es einmal gesagt, aber auch in Tiny Hexit war es ganz schlimm. Vor 2 Wochen, als ich da aufgenommen habe, oder 3, nee, wie lange ist das her? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Jedenfalls wollte ich schon längst eine neue Aufnahmesession gemacht haben, nur ich komme einfach nicht zum Streamen. Ich weiß nicht, was es ist. Also die ganze Zeit werde ich von irgendwas anderem abgehalten. Gestern wollte ich unbedingt zum Beispiel irgendwas streamen. Einerseits Infinity und dann aber auch Tiny Hexe, Tinymon, das wäre alles drin gewesen, also ich hätte zumindest Bock drauf gehabt, nur ich hatte keine Zeit, weil ich erstmal schneiden wollte. Denn für heute brauchte ich zum Beispiel die Tinymon-Folge, dann für Freitag Infinity sowieso und ansonsten habe ich auch nicht allzu viel Speicher mehr frei auf der internen Festplatte, das ist immer das nächste Thema, deswegen bin ich am Überlegen, ob ich nicht beim nächsten Mal doch wieder die externe nehme, um Hexit aufzunehmen, damit ich das auch mal woanders am Laptop oder so schneiden kann. Da bin ich nicht darauf angewiesen, das hier am PC zu machen. Oder ich kopiere mir zum Beispiel die Aufnahmen, dass ich das doppelt habe und hinterher beide lösche. Das geht ja auch. Ich bin ja eh immer direkt nach dem Schneiden dran, so schnell wie möglich die Rohaufnahmen zu löschen und dann kann man ja auch das mal so gestalten, werde ich mir überlegen, aber bisher ist das halt alles noch nicht ausgereift und grundsätzlich brauche ich sowieso für solche Vorhaben noch viel mehr Speicher frei auf meiner externen Festplatte, das ist aktuell noch nicht gegeben. Ich bin zwar dran, TinyCA10 und so zu schneiden auch, genauso wie Topf Attack 3, wo jetzt ich schon einigermaßen viel in Vorproduktion gegangen bin, aber auch notwendigerweise, weil bald neue Together-Aufnahmen auf mich zukommen, die wohl wieder ein bisschen mehr reinhauen werden, was den Aufwand angeht dafür. Also deswegen ist es immer wichtig, dass man sich auch so einen Puffer schafft und sieht, okay, so und so viel habe ich jetzt erstmal vorgesorgt. Besonders sinnvoll ist es allerdings, wenn man zusätzlich noch ordentlich viel Speicher freikriegt und entsprechend was aufnehmen kann neu. Denn ich habe zum Beispiel letztes Jahr viel zu wenig darauf geachtet und einfach vor mich hin aufgenommen, ohne großartig parallel zu schneiden. Beziehungsweise damals brauchte ich halt auch noch viel zu viele Together-Aufnahmen und musste deswegen diese Folgen zuerst machen, die einfach schnell kommen mussten und konnte mich nie darauf konzentrieren, mal ein bisschen weiter im Voraus zu denken und irgendwie zu planen, okay, wie ist das eigentlich in 2, 3 Monaten oder wie auch immer. Das ist jetzt schon zunehmend schöner und besser zu organisieren. Ich hoffe, dass es dabei bleibt, auch in den nächsten Wochen, dass ich mir noch ein größeres Fundament bereiten kann und dann ordentlich in das nächste Semester starten. Denn ich habe jetzt auch nochmal geguckt, wegen des Stundenplans dort, was da so los ist, aber es hat sich noch nicht viel geändert gegenüber dem Stand, den ich neulich schon erwähnt hatte. Also von wegen, dass einige Module gar nicht eingetragen sind. Nicht nur in meinem Semester ist das der Fall, sondern von dem einen Dozenten betrifft das jedes Semester und da wird wohl noch sehr viel dementsprechend umgeplant. Bei anderen Modulen hatte ich auch noch ein paar Fragen bzw. mir gedacht, naja, das ist doch bestimmt nicht die finale Fassung, denn man kennt bestimmte Sachen schon aus der Vergangenheit, dass das nicht so bleibt. Oder normalerweise entsprechend anders eingeplant werden müsste. Also da habe ich schon eine gewisse Erfahrung, allerdings kann ich mich auch jedes Mal täuschen, denn regelmäßig lässt man sich wieder was ganz Neues einfallen. Also das ist auch keineswegs ausgeschlossen. Bestes Beispiel ist hier diese Geschichte, die ich letztes Mal erwähnt habe, wo alle 5 Jahre nur darauf zurückgegriffen wird, dass das eine Modul über 2 Semester gestreckt wird und dazwischen ist es überhaupt nicht so. Der eine Dozent
Dozent ist jetzt eh ein bisschen am Module übernehmen von anderen, sodass der sicherlich auch seine Stunden neu planen muss und nicht immer zur Verfügung steht, in jedem Semester gleichmäßig bzw. einiges wieder abgibt. Auf der anderen Seite, ich habe gesehen, dass der Parallelstudiengang von mir nun einen ganz anderen Dozenten hat, in einem Fach, was der eine Dozent, von dem ich geredet habe, eigentlich die ganze Zeit gemacht hatte. Aber dadurch, dass jetzt mittlerweile immer mehr Leute aufhören und in Rente gehen, wird es anscheinend notwendig, dass große Umplanungen stattfinden und deswegen kann man das alles noch schlechter prognostizieren als vorher. Genauso dieses Wirtschaftsinformatik-Modul, das ist ja auch eine Geschichte, wo ich immer wieder kritisiert habe, dass man irgendwie 4 Prüfungsleistungen theoretisch hat für ein einziges Modul. Also wenn ich das vergleiche mit anderen, wo wir zum Beispiel dann nur einen Abschlussvortrag machen müssen oder eine Hausarbeit abgeben, vielleicht auch eine Klausur schreiben stattdessen, das ist ja alles was sich in Grenzen hält, beziehungsweise wo man einen Überblick beibehalten kann, aber hier muss ich einfach alles ablegen, das heißt eine Klausur mitschreiben, dann einen Vortrag am Ende halten, über Semester irgendwelche Abgaben tätigen, im Moodle-Kurs oder wie auch immer das läuft, vielleicht noch am Ende das vorstellen und in Form von einer Gruppenarbeit, das hatte ich glaube auch schon mal angesprochen, dass das tatsächlich ein bisschen aufwendiger dann daherkommt, als wenn man das einfach so macht. Und dann noch Lernen für die Klausur Richtung Ende des Semesters, das stelle ich mir schon alles absolut schwierig vor. Warum gibt es darauf nur 5 Credits? Das sieht mir eher so nach 20 aus, wenn ich das tatsächlich gegenüberstelle, was ich sonst so gemacht habe bzw. ableisten muss. Oder sagen wir wenigstens 15 Credits. Ich glaube, das ist am ehesten gerechtfertigt. Oder dass man das auch wieder aufteilt auf mehrere Semester, ne? Aber so denke ich mir nur von vornherein, naja, das kann ich doch nicht belegen. Denn das Problem ist ja auch, wenn du da einmal hingehst, heißt es mitgehangen, mitgefangen. Da musst du dann direkt in eine Gruppe und direkt hier irgendwelche Hausaufgaben erledigen und dann vorstellen, wie auch immer. Also du kannst dich da nicht nur mal reinsetzen zum Schnuppern oder hier ein bisschen erkunden, wie das ist, 2-3 Wochen lang. Sondern du bist dann direkt drin im Strudel und musst somit entweder alles oder nichts machen. Sonst könnte ich ja sagen, okay, ich gehe jetzt schon mal in die Vorlesung und dann schaue ich mal im nächsten Semester, wie ich da weitermache. Vielleicht indem ich den Vortrag dann vorbereite oder was auch immer. In einem anderen Modul will ich es ja auch so machen, dass ich mir jetzt die Vorlesung anschaue und dann im nächsten Semester darauf werde ich die Hausarbeit bearbeiten. Da ist das also viel, viel easier. Aber wenn du dann hier noch regelmäßig mitmachen musst und solche Gruppenprojekte etc., Alter, da traut sie dich doch von vornherein gar nicht ran in der Situation. Ich bin eher am Überlegen, ob ich das andere Modul noch belege. Da habe ich letztes Mal schon von gesprochen. Das ist so ein Prozessoptimierungsmodul, also auch viel Mathematik mit dabei. Allerdings werde ich daraus auch noch nicht ganz schlau, ob man direkt auch was mit programmieren muss oder was in die Richtung simulieren etc. Oder das eigentlich egal ist, ob man zum Beispiel im PC-Kabinett das unterrichtet bekommt oder im normalen Seminarraum. Denn die Lehrveranstaltungen haben sich früher immer in den normalen Räumen eigentlich abgespielt und irgendwann ging das über, dass das immer in dem PC-Kabinett war. Nur sobald das dort stattfindet, denke ich mir, dass es wesentlich komplizierter sein könnte. Also man weiß es nicht, das ist dann die Frage, jedoch habe ich da auch ein bisschen mehr Respekt und weiß nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll. Theoretisch müsste ich auch erst ein paar Wochen da mal reinschnuppern und vielleicht mache ich das dieses Semester auch so, denn ich hatte ja schon gesagt, dass das ein bisschen stressig wäre, das ganze Semester lang diese Splittung da zu haben im Stundenplan, wenn es dabei bleibt, dass wirklich am Mittwoch der erste Teil davon ist und am Donnerstag einfach nochmal, aber dann nur so, dass ich extra für die 2 Stunden in die Hochschule müsste. Das heißt, ich könnte mir das auch einfach mal ein paar Wochen lang angucken und dann aussteigen, wenn das in dem Modul eben besser geht. In manchen ist das halt möglich, da kann man dann irgendwann aufhören und sich sozusagen abmelden, damit man ein Jahr später weitermacht oder wie auch immer. Also ich denke, ich werde das hier und da schon mal zur Anwendung bringen und dann gucken, dass ich mir das nächste Sommersemester aber auch wieder nicht zu voll haue, denn das geht schnell, wenn man nicht aufpasst und irgendwie denkt, ach naja, das schiebe ich und das, dann hast du am Ende viel, viel mehr Aufwand als vorher und ich will eigentlich jetzt schon den Großteil weghaben, zumindest nach dem Wintersemester. Ich kann ja dann auch noch Klausuren schreiben und wenn ich eh irgendwo durchfalle, muss ich einplanen, auch noch einen Zweitversuch abzulegen, aber davon will ich nicht von vornherein ausgehen natürlich, nur es ist eben alles eine Planungsgeschichte, dass man da
vor allem vorher einschätzen kann, worauf man sich einlässt. Und das ist eben schwierig jetzt so aus der Kalten bei manchen Geschichten. Also in dem einen oder anderen geht's schon. Zum Beispiel ein Modul, was zurzeit am Freitag liegt. Da denke ich mir, das sollte kein Problem sein, weil der Dozent auch gut ist. Das kann ich eigentlich ziemlich einschätzen, so von der Art und Weise, wie es unterrichtet wird und auch woran das im Bachelor anknüpft, also darauf kann ich direkt zurückgreifen und quasi meine alten Hefter fortführen, wie auch immer. Aber bei allen anderen Sachen kommt es eben auch schnell drauf an, wie zum Beispiel in Englisch, welche Prüfungsform ist das? Muss ich das zum Beispiel als Klausur ablegen oder als Vortrag? Das ist ja immer wieder hin und her und keine Ahnung, also da muss ich echt noch einiges klären und ich würde sagen, in dem Sinne bin ich raus. Danke fürs Zusehen und tschüss.